Gut, ich würde sagen, wir starten schon mal langsam. Ich sehe natürlich nicht alle, aber einige von euch sehe ich und auch ein paar wundervolle Lehrerinnen hier aus dem ROF-Team. Julia, Britta, Svenja sind am Start. Hello, 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 ihr Schönen. Genau, wir starten jetzt, ihr Lieben. Und zwar mit einer Q&A-Session. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, in den Austausch zu gehen. Ihr könnt uns eure Fragen stellen. Ich habe es jetzt extra so gemacht, dass sich jeder einzeln entstummen kann. Aber bevor ihr eure Fragen stellt, habe ich mir gedacht, damit so ein bisschen das Eis gebrochen wird, das ist ja manchmal gar nicht so einfach, ja, auch in so einer großen Runde, auch besonders online, dann Fragen zu stellen, das ist manchmal ein bisschen so eine Hemmschwelle. Deswegen habe ich gedacht, wir quatschen erstmal drauf los, ja? Marie ist auch da, habe ich gesehen. Da ist sie. Hello, hello. Das Internet reicht offensichtlich. Ja, ein bisschen verzögert, aber wir können dich schemenhaft erkennen. Wunderbar. Ja, ich dachte, wir quatschen erstmal so ein bisschen drauf los. Genau, Marie ist dabei, unsere neueste Lehrerin. Eine sehr erfahrene Lehrerin, aber neu bei Rose of Fire, also erst ein paar Wochen. Genau, und ich dachte, es ist vielleicht auch schön, dass ihr so ein bisschen auch mal die Lehrer hört, die Lehrerin hier hört. Und ich habe mir so ein paar Fragen überlegt. Genau, und würde einfach mal jeder von den wundervollen Frauen hier mal eine Frage stellen. Und ich starte einfach mal los mit was Leichtem. Julia, erzähl doch mal, wie zelebrierst du deinen Sommer? Was steht für dich diesen Sommer an? Hallo zusammen, nochmal in die Hallo. Runde. Ich habe dieses Wochenende so richtig angefangen, den Sommer zu zelebrieren und tatsächlich mit Tanzen gehen. Und für mich steht dieser Sommer jetzt so nach einer intensiveren Phase, die nicht so einfach war, für ganz viel Leichtigkeit. Ich war am Freitagabend, waren wir hier grillen bei meinem Freund zu Hause und da war schon ordentlich Leichtigkeit. Gestern Abend war ich ein bisschen tanzen und draußen sein, tatsächlich auch so ein bisschen mal aus diesen Gewohnheiten rauskommen. Wir haben sonst auch immer sehr klare Abläufe, auch durch meine Jungs bedingt mit ihrem Sport und Fußball steht da immer ganz weit oben. Aber dann auch mal so sagen, okay, heute darf ich später ins Bett gehen und wir gehen noch mal raus und genießen den lauen Sommerabend. Ja, das sind so die Dinge, die diesen Sommer anstehen, definitiv. Und ein Urlaub auf Elba mit dem Bus, der auch ganz viel Leichtigkeit bringen darf. Ach, sehr cool. Ja, wir müssen auch unbedingt mal wieder das Tanzbein schwingen, Julia. Vielleicht klappt es ja in München im August, wenn ich da bin. Ich würde mich Das freuen. wäre sehr schön, ja. Ja, danke dir. Ich gebe mal weiter an Svenja. Svenja hat ja vorhin schon ein bisschen von ihrem Wissen rund um Ayurveda geteilt und mich würde mal total interessieren, Svenja, was hat Ayurveda in deinem Leben persönlich verändert oder bewegt? Hallo nochmal in die Runde. Ja, ich bin auf Ayurveda in Indien aufmerksam geworden, als ich meine Yoga-Ausbildung da gemacht habe und war sofort hooked, und habe dann die Ausbildung gemacht zur Ayurveda-Therapeutin und habe dann, während ich die Module gemacht habe, das alles in mein Leben integriert. Und ich muss sagen, ich glaube, der Hauptfaktor war die Einstellung zu meiner Ernährung, weil ich habe in den 20ern echt viele Diäten gemacht. Ich habe auch mal 20 Kilo mehr gewogen als jetzt. Und immer so gegen den Körper gearbeitet. Wanda, du hast das ja auch schon mal geteilt, so aus der Modelwelt und so. Und Ayurveda hat halt nicht dieses, okay, du darfst das und das nicht, du musst das und das auf jeden Fall essen und das ist alles schlecht, sondern es geht darum, den Körper zu nähren und so aufzubauen. Und ich habe dadurch gelernt, dass der Körper halt, dass wir ein Team sind und dass ich eher auf die Bedürfnisse schaue, als mir Sachen zu verbieten. Und überraschenderweise habe ich seitdem voll das Wohlfühlgewicht, denke überhaupt nicht mehr über Diäten nach und halte mein Gewicht einfach so. Es klingt immer so einfach, aber Ayurveda hat mir da total geholfen. Und ich glaube auch, dass es mir das in gewisser Weise dabei geholfen hat, meine Schuppenflechte zu heilen, die ich ganz extrem hatte, auch am ganzen Körper teilweise übersät.
Und das ist ja auch ein großes, großes Ungleichgewicht, also eine Autoimmunerkrankung. Und da hilft Ayurveda eben auch voll. Genau, ich glaube, das sind so die zwei Hauptsachen. Ja. Ja, danke dir, Svenja, fürs Teilen. Gerne. Ich gebe direkt mal weiter an Britta, die ja auch Ayurveda-Liebhaberin ist und ganz viel Wissen hat im Bereich Ayurveda. Du hast vorhin ja schon ein bisschen geteilt aus deinem Alltag als Mama. Mich würde mal total interessieren, ja, wie schaffst du es oder wie schaffst du es, ja, ayurvedische Rituale mit deinem Familienalltag zu integrieren. Du hast vorhin schon ein bisschen was gesagt, aber so, wie sieht das bei dir persönlich aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Also machst du morgens wirklich irgendwie so immer wirklich deine heiße Zitrone? Gibt es abends einen Einschlaftrunk? Bist du da wirklich so ganz, ganz krass an den Ritualen dran? Oder ja, was sind so für dich deine Lieblings, sag ich mal, drei ayurvedischen Rituale, die, sag ich mal, wo auch kein Weg dran vorbeiführt? Ja, total gerne beantworte ich die. Und ich kann erstmal sagen, nein, ich bin definitiv nicht streng zu mir. Im Gegenteil, ich bin ja liebevoll zu mir. Und ich habe, für die, die es nicht mitbekommen haben, ich habe echt einen vollen Alltag. Bin Mama von zwei Jungs, arbeite Vollzeit neben Yoga und Ayurveda. Und es klappt natürlich auch nicht immer, dass ich alles ganz dogmatisch umsetze. Und das ist mir auch ganz wichtig. Und das gebe ich auch meinen Interessenten mit. Das muss auch gar nicht sein. Denn Ayurveda ist für mich Leichtigkeit und soll definitiv auch in den modernen Alltag integrierbar sein. Und es gibt tatsächlich so ein paar Dinge, die ich integriert habe, die ich auch nicht missen möchte. Ganz wichtig ist für mich, eine Regelmäßigkeit in meinen Alltag zu bringen, denn ich habe eine ausgeprägte Vata-Struktur und muss aufpassen, dass ich da nicht sehr in die Dysbalance rutsche, weil dann ja, bin ich auch quasi nicht gefeit vor einem kleinen Burnout. Deswegen, was mir wichtig ist, ist diese Regelmäßigkeit. Und Regelmäßigkeit beginnt schon, dass ich morgens immer zur gleichen Zeit unter der Woche, am Wochenende natürlich nicht, aber unter der Woche aufstehe. Und es ist immer vor 6 Uhr und ich genieße dann noch die Ruhe, weil die Jungs dann noch schlafen. Und dann ja, genieße ich so diese schöne, subtile Energie am Morgen. Und dann ist immer auch ein Bestandteil mein Ölziehen. Das ist, was mache ich schon Jahre. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich nehme das sogar mit in Urlaub, mein Öl, und praktiziere das dort. Mein warmes Wasser ist auch immer am Start, auch über den Tag verteilt. Und Regelmäßigkeit heißt für mich, dass ich mittags gerne meine volle Mahlzeit zu mir nehme und abends dann auch früh ins Bett gehe. Also ich bin, Freunde wissen, ich gehe super gerne frühstücken und dann bin ich auch ganz kommunikativ. Am Abend sinkt das, da bin ich nicht mehr so ganz so fit, weil ich dann auch früh ins Bett gehe. Und das, ja, das sind so Dinge, die ich immer mache. Aber alles andere, das kommt und geht, und ich bin da auch flexibel und freue mich auch wieder über neue Rituale, die ich integrieren kann. Aber ja, diese Dinge, die ich gerade gesagt habe, die sind für mich so fester Bestandteil. Also ich liebe Rituale, ich liebe Routinen, und das brauche ich einfach, um ja gelassen zu bleiben. Ja. Ja, sehr gut. Klingt sehr gut. wer mehr wissen möchte und ein bisschen tiefer einsteigen möchte, Svenja und Britta haben eine ganz wundervolle Ayurveda-Reihe dieses Jahr auf die Beine gestellt zu spezifischen Themen. Also schaut gerne mal rein in den Link. Die Sarah hat das auch nochmal in den Chat geteilt. Also könnt ihr euch gerne schlau machen. Svenja macht bald einen Workshop zum Thema Agni, also unser Verdauungsfeuer, und warum es so wichtig ist, ja, sich mit Agni auch in unserem Leben auseinanderzusetzen. Und Britta eben geht tiefer noch ein auf Rituale und rund um den Familienalltag, wie wir Ayurveda integrieren können. Also schaut gerne mal in unser Workshop-Angebot. Und wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann schreibt die gerne schon mal in den Chat. Ja, wir chatten, sprechen noch ein bisschen weiter, aber du kannst gerne schon mal uns bombardieren mit deinen Fragen im Chat. Oder wenn du sagst, ich warte noch kurz und dann möchte ich laut die Frage stellen, dann geht das natürlich auch. Ich würde voll gerne mit Marie nochmal sprechen. Ich hoffe, die Internetverbindung macht es mit. Marie, kannst du dich entstummen? Lass mal hören, ob wir dich hören. Hallo? La la la. Könnt ihr mich hören? Sehr schön. Ja, wir hören dich. Okay. Hören dich. Wunderbar. Ich muss mich auch total entschuldigen. Ich komme wirklich gerade direkt draußen rein. Also es ist noch so mehr Haar. Ich war wir hören dich schwimmen. Leider. Also total, ich habe jetzt hier nicht so die... total abgebrochen. Hört mich nicht mehr? Na, sehr abgebrochen. Ah, dann lieber nicht. Ja, lieber nicht.
Ja, nee, dann lieber nicht. Aber wir sehen dich. Vielleicht könntest du. Sorry. Ich stelle dir trotzdem eine Frage und du schreibst es einfach in den Chat, die Antwort. Geht das? Okay. Weil, genau. Ja. Okay, Sophie. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall total, dass Marie hier mit im Team ist von Rose of Fire. Und ich kenne Marie seit 15 Jahren, wenn man so möchte. Wir hatten jetzt nicht dauerhaft Kontakt in diesen 15 Jahren, aber nee, nicht 15 Jahre, 10 Jahre kenne ich sie, genau. Und ich war bereits, bevor ich überhaupt Yogalehrerin war, in einigen ihrer Stunden und fand sie damals schon ganz toll. Also Marie hat schon sehr, sehr viel Erfahrung, also über 15 Jahre. Ja. Und sie ist auch Mama und sie ist Gesangslehrerin und Stimmtrainerin und lebt in Berlin. Und mich würde total interessieren, Marie, du unterrichtest super lang, ja, hast sehr viel Erfahrung. Wie bleibst du inspiriert als Yogalehrerin? Also wo holst du deine Inspiration? Gibt es auch mal so Tiefs, wo du denkst, ach, kein Bock mehr? Du unterrichtest ja auch sehr viel online, aber auch live in Berlin. Wie holst du deine Inspiration? Das würde mich total interessieren. Genau. Wir haben ja auch einige Yoga-Lehrerinnen dabei. Wir hören dich, wie gesagt, leider nur abgebrochen. Ich glaube, ich kannst du dich wieder stumm machen, Marie, sonst hört man immer nur so Fetzen leider. Genau, und vielleicht kannst du einfach deine Antwort in den Chat schreiben. Wir sind gespannt. Sarah ist auch mit dabei. Sarah, würdest du auch was sagen? Ja, die liebe Sarah, die ist nämlich unsere Studiomanagerin, die kommuniziert mit euch sozusagen hinter der Kamera, aber sie hat jetzt ihre Kamera an. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, Sarah. Und mich würde ja total interessieren, Sarah wohnt ja nur 5 Minuten von mir, also 5 Autominuten von mir entfernt, hier in Algesur in Portugal. Sarah, mich würde total interessieren, warum Portugal? Warum hast du dir Portugal als Land ausgesucht und bist hierhin ausgewandert? Du bist seit 3 Jahren hier, glaube ich. Hallo in die Runde. Seit 4 Jahren tatsächlich schon hier. 4 Jahre. Genau. Und es war zunächst keine bewusste Entscheidung. Es hat sich irgendwann so gefügt, aber grundsätzlich ist tatsächlich die Natur, die Sonne, das Wetter, die Strände sind ein ganz, ganz, ganz großer Grund dafür. Und genau. Und wenn man sich hier mal eingerichtet hat und gut angekommen ist, und dann kann man hier ein sehr, sehr schönes Leben führen, auf jeden Fall. Aber es ist nicht einfach. Also es ist wirklich nicht nicht immer der Insta-Traum, die Erfahrung macht man. Aber es ist ein herzliches Land und ich will es nicht mehr missen nach 4 Jahren. Genau. Das hat mich ja sehr beruhigt, als Sarah neulich zu mir gesagt hat, es hat 3 Jahre gedauert, bis sie sich hier wirklich angekommen gefühlt hat. Ja. Und das hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Ich gesagt habe, Zeit, es braucht Zeit. Ja, ich finde es auf jeden Fall super schön, dass du hier direkt ums Eck bist. Und das ist echt schön. Wir haben uns gerade vor 2 Tagen, 3 Tagen haben wir uns gesehen. Genau. Gut, ich schaue mal in den Chat rein, wie es mit Fragen aussieht. Hier kommen Fragen rund um Teacher-Trainings rein. also vielleicht erstmal zu den Ausbildungen. Es wird auf jeden Fall ein 200-Stunden-Training geben. Es wird auch noch in diesem Leben, in meinem Leben, ein 300-Stunden-Training geben. Aber auf jeden Fall nicht im nächsten Jahr und wahrscheinlich auch nicht im übernächsten Jahr. Ja, bei uns ist einfach gerade der Fokus auf Familie. Und so ein Training kostet sehr viel Energie und Zeit. Und ich habe einen sehr hohen Anspruch an mich und auch an die Qualität des Trainings. Und das heißt, dass ich in der Lage bin, ein Training auf sehr hohem Niveau abzuliefern. Und ich bin auch wirklich zu 90% bin ich live dabei. Also das heißt, ich gebe natürlich auch was an Co-Lehrer ab, aber ich bin einfach die ganze Zeit involviert und die ganze Zeit da und möchte das auch, ne? Weil es irgendwie so mein Baby ist. Und deswegen, nächstes Jahr wird es auf jeden Fall kein 200-Stunden-Training geben, das kann ich schon mal sagen. Also so wie es aussieht, ja, also wie es jetzt gerade aussieht. Ne? Aber vielleicht weiß ich in ein paar Monaten mehr, mal schauen. Genau, und 300-Stunden-Training, ich habe das Konzept schon ziemlich fertig, also das Konzept, aber es ist natürlich unheimlich viel Umsetzung. Also für mich in der Vorbereitung, man sieht ja nicht, was da alles dahinter steckt, also an Manual schreiben und
Co-Teacher und Location und welches Format, ist es hybrid, ist es live, wie sind die Module aufgeteilt. Ne? Das ist sehr, sehr viel Organisation und sehr viel Zeit- und Energieaufwand und wo ich einfach gerade gucken muss, Prioritäten setzen muss, ne? Wo ich sage, ich habe jetzt schreibe jetzt zum Beispiel immer mein dritten Buch, das geht jetzt los, wird gerade der Vertrag verhandelt und ich beginne Ende des Jahres das dritte Buch zu schreiben und das ist für mich im nächsten Jahr der Fokus. Unter anderem nehme ich Podcasts auf und unterrichte und so, ne? Das heißt, ich muss ein bisschen Prioritäten setzen und ja, habe sehr viel Bock, das dritte Buch zu schreiben. Ich drehe gerade meinen Chakra-Online-Kurs. Das haben auch einige gefragt. Der wird Ende des Jahres, toi, 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 rauskommen. Das heißt, ich muss einfach auch meine Entscheidung treffen. Ne? Das ist einfach so. Und ja, also für alle die, die unbedingt ein Training bei mir machen möchten, ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere tolle Trainings da draußen. Gut, ich lese noch weiter. Selina fragt, liebe Wanda, kann es sein, dass mir nur Yin-Yoga-Asanas wirklich gut tun? Ich bin in meinem Leben sehr im Yang- und Pitta-Typ. Yang-Asanas machen mich unruhig und stressen mich. Hast du Ideen? Ich würde die Frage, haben wir eine Yin-Yoga-Lehrerin dabei? Ja, die Marie unterrichtet auch Yin, aber ich kann sie leider nicht entstummen. Das ist ein bisschen blöd. Genau. Ja, Selina, also grundsätzlich würde ich sagen, wenn das dein Gefühl ist, also dass du im Moment gerade mehr Yin brauchst, dann folge dem auf jeden Fall. Moon ist grundsätzlich auch sehr, sehr gut für Pitta, also wirklich alles, was beruhigt, also sprich Vorbeugen, Drehungen, länger in den Haltungen bleiben, tief in den Bauch zu atmen, länger auszuatmen, also all das hilft, das Nervensystem zu beruhigen und ich sag mal sanft zu praktizieren, nicht leistungsorientiert, nicht erhitzend zu praktizieren, ja, also weniger Rückbeugen, Seitbeugen, genau. Ja, ich gebe die Frage mal an Julia weiter. Hier, mir fällt es phasenweise immer mal wieder schwer, tief lange ein- und auszuatmen. Bin aber allgemein recht Pranayama erfahren. Was steckt dahinter? Wie gehe ich daran? Was würdest du sagen, Julia? Danke zunächst für deine Offenheit und die Frage. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich die Erfahrung auch schon gemacht habe. Ich würde dazu gerne die Gegenfrage stellen. So, merkst du das vor allem, wenn du länger nicht praktiziert hast? Weil das ist zum Beispiel bei mir, dass wenn ich eine längere Pause mit meiner eigenen Praxis, sei es Sun oder Moon ist, dass es mir zum Beispiel auch schwerer fällt, vertieft einzuatmen. Was ich dir da empfehlen würde es zum einen erstmal Druck rauszunehmen und wirklich zu sagen, okay, dann sind es nicht 6 Zählzeiten, sondern dann bin ich bei 5 Zählzeiten oder es ist wirklich nur ein Tick länger, als wenn du jetzt zum Beispiel von der Einatmung sprichst, ein bisschen länger die Einatmung als die Ausatmung. Und dann aber auch mal schauen, vielleicht gibt es gerade Verspannungen auf körperlicher Ebene, fühlt sich irgendwo etwas eng an, dass praktisch dadurch dein Zwerchfell oder jetzt wieder auch bezogen auf die vertiefte Einatmung, dein Brustkorb, ob da Verspannungen sind, dass es daran liegen könnte und dann erstmal zu schauen, welche Asanas helfen mir, Weite zu erfahren. Und zuletzt, was mir persönlich auch dabei hilft, zunächst einmal lediglich den Atem zu führen, ohne Bewegung. Weil ich kenne es zum Beispiel so, dass die vertiefte Einatmung in Kombination zum Beispiel, sei es mit einer Babykobra, wenn es so startet, dann erstmal schwerer ist, als wenn du wirklich dastehst und sagst, ich atme jetzt ein und führe Stück für Stück, vertiefe ich die Einatmung in dem Fall. Und dann erst führst du die Asanas hinzu. Das wären so die verschiedenen Aspekte. Und ja, vielleicht hilft dir da etwas weiter. Aber vor allem auch Druck rausnehmen. Vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Schön. Gut, ich gehe mal weiter. Ich habe gesehen, die liebe Marie hat geantwortet, hier ihre Inspirationsquellen netterweise auch in den Chat gepostet. Also Pandit Rajmani hat sie gepostet vom Himalayan Institute. Das könnt ihr ja mal googeln im Internet. Also das ist das Institut in Amerika, was er gegründet hat. Der Lehrer auch von Rod Stryker. Ist allerdings auf Englisch, aber auch eine Inspirationsquelle von Marie, die Weite der inneren Welt und weitere Bücher wie Book of Joy, Book of Hope
Und sie sagt auch, ihre Lehre, viele unterschiedliche Lehrer von unterschiedlichen Stilen inspirieren sie und auch ihre Teilnehmerin. Gut, eine nächste Frage von Petra. Mich würden Details zum 50-Stunden-Training interessieren. Ja, danke Petra für die Frage. Genau, im September wird mein 50-Stunden-Training ein zweites Mal angeboten. Das ist ein Self-Paced-Kurs, das heißt, du kannst ihn selbstständig machen, aber er wird ausgespielt, also pro Wochenende gibt es sozusagen einen Blog und dann gibt es Live-Q&A-Sessions und Meditation mit mir dazu. Das ist ein Training für alle Yogis und Yoginis, die Lust haben, tiefer einzusteigen ins traditionelle tantrische Hatha-Yoga, die das hier spannend finden, was wir hier machen, und die mehr über die Hintergründe erfahren wollen, auch über den Aufbau der Klassen, über die Wirkungsweise der Asanas, über die verschiedenen Traditionslinien, also Tantra, klassisches Hatha-Yoga und Ayurveda. Also es ist für Yogis allen Levels geeignet, also sprich, ob du tiefer einsteigen möchtest in diesen Weg oder diese Herangehensweise an ein ganzheitliches Yoga oder aber auch, wenn du bereits Yogalehrerin bist und du sagst, du möchtest gerne dein Wissen vertiefen und erweitern, dann ist das auch geeignet. Genau, und ja, falls ihr noch konkretere Fragen dazu habt, dann gerne auch in den Chat schreiben. Es gibt eine lange Beschreibung auf meiner Website zu dem Training, für wen es geeignet ist, für wen nicht, was Inhalte des Trainings sind. Also gerne auch mal darauf schauen oder auch auf Ella Sports unter Kurse findet ihr das. Gut, dann gehe ich mal weiter. Wie kann ich an Asanas herangehen, die mir schwerfallen? Habt ihr Tipps, fragt Christine. Ich gebe es mal an Britta weiter. Britta noch am Start? Ah ja. Eine total gute Frage, denn auch mir fallen noch viele, viele Asanas schwer. Ich bin da ganz ehrlich, ich stand noch nie eigenständig im Kopfstand und ich finde es aber okay, ich kann das gut annehmen. Und doch versuche ich natürlich, mich dahin zu arbeiten. Aber für mich ist Yoga definitiv kein Ist-Zustand, sondern eine Reise. Und die Reise ist halt individuell, die kann halt ein bisschen länger dauern oder ein bisschen kürzer sein. Und ich suche mir dann schon oder hole mir Rat natürlich von meinen Lehrern, wie kann ich eine Asana, die mir schwerfällt, wie kann ich sie ja vorbereiten, welche Varianten gibt es, die ich erstmal ja nutzen kann. Ich zum Beispiel jetzt mit dem Kopfstand, da fällt es mir einfach schwer, so ein bisschen in den Schultern, in den Armen. Da praktiziere ich viel für mich den Delfin. Und ja, das sind also so Dinge, die ich empfehlen kann. Also vor allem immer gut zu sich sein, weil Yoga ist nicht die reine Asana-Praxis. Die Asana-Praxis brauchen wir, um uns vorzubereiten, um gut in den Meditationssitz zu sitzen. Wenn das vielleicht dir bewusst wird, dann ist es vielleicht gar nicht, dass du sagst, ich muss unbedingt in die ein oder andere Asana reinfließen, sondern kann mich auch so aufwärmen. Und ja, das ist so mein Tipp. Und wie gesagt, das ist immer eine Reise und wir alle werden unser Leben lang Schüler bleiben. Und ja, sei gut zu dir. Und irgendwann klappt's. Ja. Danke dir, Britta. Ich gebe mal weiter an an Svenja. Und zwar diese Frage von Marie. Ich bin noch komplette Anfängerin und merke, dass mir Yoga aber sehr gut tut. Welches Yoga würdest du empfehlen? Einfach mal bei mehreren Kursen teilnehmen, sozusagen durchtesten, was dir am besten gefällt und was sich am besten anfühlt. Was meinst du dazu, Svenja? Also auf jeden Fall durchprobieren. Ich war gerade beim Yoga-Festival, das war natürlich cool, weil ich ganz viele verschiedene Stile ausprobieren konnte und mich da inspirieren lassen konnte. Ich finde tatsächlich aber auch zum Starten die Moon- und die Sun-Praxis super, weil es nicht so ein super schnelles, kreatives Vinyasa-Flow ist. Also man macht oft, ich weiß nicht, ob du schon viel mit uns praktiziert hast, aber man macht oft zwei verschiedene Asanas, die man kombiniert und dann kann man gut reinkommen und kriegt auch ein Gefühl für die Atmung. Ja, und dadurch, dass wir die Atmung auch mitzählen, kannst du gleichzeitig das Atmen üben, Pranayama üben und eben auch, Wanda, wolltest du gerade was sagen? Oder war das,
War das ein anderer Ton? Nee, das ist ein anderer Ton, weil sich jetzt alle entstummen können. Das heißt, es sind jetzt alle, manche sind an, ohne es zu merken. Ah, okay. Alles klar. Genau, also da, da finde ich, kommt man auch gut mit rein. Aber ansonsten würde ich super viel durchprobieren. Ganz viele verschiedene Stile, verschiedene Lehrerinnen. Ja. Genau. Und manches ist dann vielleicht auch ein bisschen an der Grenze zur Komfortzone. Also die ersten Male, die ich so ausprobiert habe, war ich auch plötzlich in einer Advanced Jivamukti-Klasse und alle haben einen Kopfstand gemacht und ich war so, okay, cool, das mache ich jetzt mal nicht mit. Aber es gehört auch dazu. Also ich würde einfach ausprobieren und wie Britta auch eben schon gesagt hat, das, was sich in deinem Körper nicht gut anfühlt oder wo du merkst, das kann ich noch nicht, da dann auch den Druck rauszunehmen und einfach zu chillen und ja, dir Zeit zu geben. Total. Und was natürlich auch eine Möglichkeit, ja, danke dir, Svenja. Und was mir noch eingefallen ist, was ich noch gerne hinzufügen würde, ist halt auch so ein bisschen zu gucken, ne, was brauche ich jetzt gerade in meinem Leben oder was im Sinne auch des Ayurveda unterstützt mich vielleicht auch, ne? Also im Sinne von, was ist wirklich gesund für mich, also versus, was will ich und was brauche ich, ne? Also wirklich zu gucken, was brauche ich wirklich, ne? Was brauchst du wirklich gerade und was will mein Ego vielleicht, ne? So vielleicht zu gucken, wenn du jetzt zum Beispiel eigentlich eine total stressige Zeit hast und hast super viel auf dem Zettel und dann gehst du irgendwie noch ins Ashtanga und es geht wirklich auch um Zusammenreißen und wirklich irgendwie auch so eine Strenge vielleicht, je nach Ashtanga-Lehrer, aber ja, so und du merkst so, es geht hier irgendwie um, oder in der Vinyasa-Klasse super viel um Ausbau und du wirst noch gestresster, dein Pitta wird erhöht, dann ist das natürlich nicht gesund, ja, im Sinne des Ayurveda nicht wirklich balancierend, also das ist auch eine Möglichkeit der Herangehensweise, dich zu fragen, was brauche ich wirklich, oder ist es vielleicht eher was, eher ein bisschen Beruhigendes, ja, geht es eher um Yin-Yoga oder um eine Mondklasse am Abend und das kannst du natürlich auch mal wirklich reinspüren, ja, wie fühlst du dich nach der Yogastunde, ne? Fühlst du dich wirklich genährt auf allen Ebenen und wir sollten uns niemals ausgepowert fühlen oder ausgebrannt fühlen nach einer Yogastunde, sondern immer auch genährt fühlen, das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, ja, dass wir uns irgendwie nicht, ja, nicht das Gefühl haben, irgendwie, keine Ahnung, mein unterer Rücken ist total durchgebrochen, ja, oder irgendwie meine Schultern schmerzen, also das sind immer so nicht so gute Zeichen, ja, wenn man so rauskommt und sich irgendwie nicht wirklich genährt fühlt. Das wollte ich noch kurz hinzufügen und vielleicht hilft dir das. Gut, ich schaue mal, was noch hier für Fragen gab. Genau, die würde ich gerne nochmal an Julia weitergeben. Wie starte ich am besten in die Feuerpraxis? Gibt es Voraussetzungen körperlich, mental, emotional? Ja, sehr gerne. Die Feuerpraxis ist ja sozusagen das Zusammentreffen von Mond und Sanhatha-Yoga. Und was als Voraussetzung du auf jeden Fall betrachten kannst, ist, dass du dich körperlich als auch geistig, vor allem mental stabil fühlst, dass du und vor allem auch die Lust hast, tiefere Erfahrungen zu machen auf feinstofflicher Ebene. Und dazu brauchst du erstmal so einen klaren Geist, ja, du bist in dir zentriert, du kennst dich gut und zum anderen der Aspekt der Sanhatha-Praxis, dass du Gespür für deine Energie gefunden hast, dass du weißt, wie du Lebensenergie kultivieren kannst, dass du weißt, wie du mit deiner Energie umgehen kannst, weil du bringst praktisch in der Feuerpraxis genau diese beiden Aspekte zusammen, die Mondenergie und die Sonnenenergie und arbeitest sehr viel mit der Atemführung. Also es ist wirklich eine Form von meditativer Praxis, weil auch ganz viel innerlich passiert. Was eine wichtige Voraussetzung körperlich auf jeden Fall ist, ist, dass du nicht schwanger bist, weil du eben auch alle drei Bandhas nutzt und vor allem auch Uddiyana Bandha, und das wäre nicht so gut in der Schwangerschaft. Und ansonsten ist es... körperlich sind ja alle Asana-Kategorien integriert, aber du musst zum Beispiel keinen Schulterstand und Kopfstand machen. Wir bieten dir immer eine Alternative an und dass du eben trotzdem eine Erfahrung machen kannst, die der Feuerpraxis entspricht. Und die Erfahrung ist eben, dass du dich dahin entwickelst, deine intuitiven Kräfte zu stärken, Weisheit, wirklich dieses sattwische Gesinnung, kann man sagen, also diese Ebenen von Licht, Reinheit und Klarheit.
Und ich würde schon sagen, es ist wichtig, dass du schon ein tiefer in deiner Yoga-Praxis bist, um das dann wirklich auch zu erfahren und nicht so viel nachdenken zu müssen, sondern ja, in die Erfahrung gehen kannst. Genau. Danke dir, Julia. Gerne. Ja, schreibt gerne noch weiter Fragen in den Chat rund um Yoga, Ayurveda, Meditation, Pranayama, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität. Genau, schreibt gerne in den Chat. Ja, hier gab es eine Frage von Luisa und sie fragt, aktuell sagen einige indischstämmige Yogalehrer, dass man Namaste allenfalls zu Beginn einer Yogastunde sagen sollte, da es eine Begrüßung in Indien ist. Wie ist es bei Rose of Fire? Da wird es ja auch am Ende gesagt, gibt es da eine Geschichte oder einen Hintergrund dazu? Also ich kann, sag ich mal, meine persönliche Sichtweise darauf teilen. Ja, das würde ich jetzt einfach mal tun. Namaste ist ein indischer Gruß, aber es bedeutet auch, das Licht in mir, das Heilige in mir sieht und ehrt das Heilige in dir. Ja, also ich sehe dein höheres Selbst. Ich sehe dich als Seele, ich sehe dich jenseits aller menschlichen Schichten. Ich sehe dein Licht. Ja, mein Licht sieht dein Licht. So. Und ich bin der Meinung, ich finde, das ist immer gut, das zu sagen. Ich finde, es ist immer gut zu sagen, ich sehe dein Licht und ich ehre dein Licht. Ob jetzt zu Beginn einer Praxis oder am Ende einer Praxis. Das ist meine persönliche Meinung. Aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen drauf, ne? Genau, Svenja hat gerade geschrieben, sie sagt es seit einiger Zeit nicht mehr. Sag doch mal kurz was dazu, Svenja. Warum siehst du das anders? Ja, ich war, habe mich da auch mit auseinandergesetzt, weil ich das auch viel gelesen hatte und dann auch von indischstämmigen YogalehrerInnen, die da sich dazu geäußert haben. Und ich versuche das jetzt einfach auf, also das, die Bedeutung von mein Licht sieht dein Licht oder finde eine Form des Ausdrucks der Dankbarkeit und so. Ich versuche das in meinen Worten jetzt zu umschreiben, also schon den Sinn von Namaste aufzugreifen, aber irgendwie in meinen eigenen Worten. Und das fühlt sich eigentlich ganz gut an. Aber ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, wenn ich in Klassen bin und die Lehrerinnen sagen das. Also ich denke so, alle sollten es einfach so machen, wie sie möchten. Genau. Und ja, kulturelle Aneignung ist halt immer ein Thema, ne? Also das ist immer schwierig, finde ich. Da für sich, ich glaube, da muss einfach jede für sich herausfinden, was das bedeutet und wie man damit umgehen kann. Genau, und ich finde es halt schade zum Beispiel, ich glaube, viele wissen gar nicht, wenn du jetzt zum Beispiel, also Wanda, wenn du jetzt zum Beispiel Namaste sagst, viele wissen gar nicht, was das bedeutet. Deswegen finde ich es auch manchmal voll cool, das dann auf Deutsch zu sagen, dass die so ein Gefühl dafür bekommen, was soll eigentlich dieses Namaste? Ich glaube, viele wissen das gar nicht und das finde ich auch immer schön. Ja, das ist so meine Sicht. Ja, danke Svenja. Ja, das mache ich auch zum Beispiel auch häufig, dass ich es auch sage, ne? Ich finde das auch sehr schön, das mit zu integrieren. Ich gehe mal davon aus, mittlerweile, dass das alle schon wissen, was das heißt, aber wahrscheinlich stimmt das nicht. Genau, Britta hat hier gerade geteilt, was für Produkte sie benutzt zum Ölziehen. Das hat da auch noch jemand gefragt. Okay. Vielleicht, Sarah, könntest du einmal die Nina schreibt, dass sie die 50-Stunden-Training-Infos nicht findet. Kannst du ihr die einmal schicken, also beziehungsweise den Link einmal reinpasten. Da steht, dass das 300-Stunden-Training Ende 2023 kommt. Liebe Nina, du siehst offensichtlich, ich war schon länger nicht mehr auf meiner eigenen Webseite. du siehst, ich habe viele andere Dinge im Kopf, außer das Update meiner Webseite. Ich habe tatsächlich niemanden, der regelmäßig meine Webseite updatet und da immer drauf guckt. Deswegen passiert sowas. Also es ist nicht aktuell. Gut, was gibt es noch für Fragen? Gibt es noch Fragen?
Sonst würden wir jetzt mit einem Mantra abschließen. Also es gab noch die Frage zur Armkraft im Chaturanga. Ja, einfach Babyliegestütze machen, also Knie, Brust, Bein, Kinn, solange du das Gefühl hast, also bis du sagst, ich habe irgendwie die Kraft im Oberkörper aufgebaut, natürlich Babyliegestütze, geführte Babyliegestütze zu praktizieren, mit den Knien am Boden, Zentrum aktivieren, ja, also wirklich auch die Rumpfmuskulatur zu stärken, das ganz grundsätzlich, um dann wirklich einen Chaturanga sauber ausführen zu können. Ne? Lieber erstmal wirklich diese Knie, Brust, Bein, Kinn-Variante wählen, bevor man sich da irgendwie so hoch zwängt und es irgendwie blöde sich anfühlt und auch von der Ausrichtung her nicht gesund ist, wirklich dann lieber erstmal kontrolliert. Und ganz ehrlich, ich habe gerade Handgelenksprobleme seit ein paar Monaten, weil ich mein 15-Kilo-Paket, mein Kind durch die Gegend schleppe. Und das heißt, für mich ist es ein No-Go, Chaturanga im Moment. Ja, also man muss dann auch immer gucken, so wann, was steht gerade an. Ne? Und wenn du ein Kind zu Hause hast oder zwei oder drei, die du durch die Gegend schleppst, dann ist es vielleicht auch gerade einfach nicht die Zeit für Chaturanga. Ne? Genau, und dann lieber Knie, Brust, Bein, Kinn. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, wenn man kein Chaturanga macht. Ja? Also da muss man sich auch nicht so dann in diesen Vergleich kommen, weil das passiert ja vielleicht leicht. Ja? Dass man denkt, ich kann kein Chaturanga, ich muss Knie, Brust, Bein, Kinn machen. Don't worry, ja? Einfach üben und immer wieder und irgendwann hast du dann die Kraft aufgebaut. Ja, hier hat jemand gerade einen Wunsch reingepastet. Das finde ich schön, dass du damit startest, liebe Christine oder Cassandra war das, genau. Sie wünscht sich eine kurze Yin-Klasse, 30 Minuten oder Yin am Morgen auch mal, Pranayama-Meditation am Abend. Ja, danke für die Wünsche, Cassandra. Wir schauen auf jeden Fall, jetzt ist ja erstmal so ein bisschen Sommer, im August sind einige Lehrerinnen auch im Urlaub. Da haben wir so ein bisschen ausgedünnteren Stundenplan, aber dann im September geht es, sage ich mal, wieder voll los und dann auch mit einem neuen Stundenplan. Und da müssen wir uns nochmal, sage ich mal, zusammensetzen und gucken, welche Stunden können vielleicht angepasst werden. Ne? Und wir müssen natürlich auch mal gucken, wie viele Kapazitäten hat jede Lehrerin von uns. Genau. Und ich würde gerne einfach mal von euch wissen, welche Themen interessieren euch jetzt gerade im Moment oder würden euch interessieren zu vertiefen rund um Yoga, Ayurveda, Meditation, Pranayama, persönliche Weiterentwicklung, Spiritualität, welche Themen interessieren euch? Ja, das würde mich total interessieren. Vielleicht magst du es ja in den Chat schreiben. Julia sagt, sie wünscht sich Mantra-Chanten im Stundenplan. Vielen Dank dafür. Ist gegebenenfalls eine Klasse für 6 Uhr morgens im Plan. Und Madeleine, da musst du meine Yogalehrerin fragen, weil die müssen um 5 Uhr dann aufstehen. Ich weiß nicht, wer da so viel Bock zu hat. Es ist halt, das kann man, also man muss einfach dazu sagen, für uns als Lehrerin, wir müssen ja viel früher wach sein, wir müssen uns schminken, wir müssen am Start sein, das ist schon Hammer. Ja, also um 6 Uhr vor der Kamera zu stehen und dann irgendwie, man will ja einigermaßen aussehen, ja, man will da ja nicht so verschlufft ankommen und das ist auf Dauer dann schon intensiv. Besonders, wenn man vielleicht noch einen Familienalltag oder so hat. Ich schaue mal, was schreibt ihr noch. Genau, Svenja beantwortet hier die Frage sehr gut. Cassandra sagt Banda, Kriya Meditationen, Mantra-Klasse. Eine Iyengar-Yoga-Klasse, sagt Barbara. Das ist wahrscheinlich nicht so möglich, vor allem weil Iyengar sehr, sehr viele Hilfsmittel benutzt und niemand von uns Iyengar ausgebildet ist und das sozusagen auch nicht die Traditionslinie ist, in der wir unterrichten. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche, auch allein von der Ausrichtung her gibt es auch häufig sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ich weiß, dass Iyengar ganz, ganz toll sein kann. Also es kommt natürlich auch mal total auf den Lehrer, die Lehrerin an, grundsätzlich im Yoga. Aber das würde etwas den Rahmen sprengen, vor allem auch wegen der Hilfsmittel. Ne? Das ist ja sehr individuell, Iyengar-Yoga. Und das würde ich zum Beispiel, online ist das einfach nicht geeignet. Also da wirklich auf die Feinheiten auch der Ausrichtung einzugehen,
so Iyengar-Yoga-Klassen sind ja häufig sehr, sehr klein und wo die Lehrerin wirklich bei jedem Einzelnen sein kann und mit super viel Hilfsmitteln und so weiter. Und das ist online einfach auch nicht so möglich. Yoga-Sutra-Workshop, schreibt jemand. Workshops zu Chakren und Bandhas. Also mein Chakrenkurs kommt, wie gesagt, bald, Sandra. Wann kann ich mich endlich wieder auf Embodied Flow am Samstag freuen, sagt Heike. Ja, Heike, ich muss sagen, ich vermisse die Embodied Flow-Klasse auch sehr und ich habe große Lust, sie wieder zu unterrichten. Also ich muss einfach jetzt gerade so ein bisschen, ich bastel gerade an einem neuen Format, ein regelmäßiges Format, was ich anbieten möchte, ein Online-Format, was Yoga, Philosophie, Meditation, Mantra und Coaching-Inhalte beinhaltet und zusammenbringt. Und muss so ein bisschen gucken, was sind meine Kapazitäten, ne? Also auf einer regelmäßigen Basis. Aber ich hätte wirklich Lust, auch die Embodied Flow wieder anzubieten. Also ich hoffe, bald. Gut, Sarah, du notierst dir alles, oder? Was sie sich wünschen? Yes, sehr gut. Madeleine sagt, mehr Monate am Morgen würde sie sich wünschen. Danke, Svenja, fürs fleißige Beantworten hier der Fragen auch schriftlich. Feierpraxis mit Wandern am Samstag, sagt Sandra. Eine spätere Stunde um 20 Uhr als Mama mit Baby. Die hatten wir ja mal, ne? Liebe Britta. Ich weiß nicht, du hast ja mal überlegt, die wieder zu übernehmen, gell? Vielleicht ab Herbst, maybe. Ich schalte mich mal kurz frei. Oh, ja, ich liebe diese 21-Uhr-Klasse auch wirklich sehr, muss ich sagen. Und ich musste auch ein bisschen auf meine Kapazitäten achten. Aber ich glaube, wenn es jetzt wieder dunkler wird am Abend draußen, das machen wir wieder, Wanda. Die bieten wir wieder cool an. Ja, sehr schön. Britta. Ja. Vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank auch, Luise, für dein Lob und deine lieben Worte an uns. Das freut uns total, das zu hören. Sehr schön. Gut, ihr Lieben, dann würde ich gerne jetzt mit einem Mantra abschließen. Wenn es keine brennenden Fragen mehr gibt, dann würde ich gerne noch mit euch ein Mantra singen. Genau, und falls ihr noch Wünsche habt, Sarah ist am Start und kann die aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen 2 Minuten Pipi-Pause. Ich baue mal kurz mein Set hier auf, mein Chanting-Set quasi. Muss ich so ein bisschen technisch umstöpseln. Genau, und dann ja, könnt ihr einfach drin bleiben. 2 Minuten geht's hier los. Gut, ihr Lieben. Dann würde ich gerne mit euch mit einem Mantra abschließen. Ich lade dich ein, hier noch einmal eine aufrechte Sitzposition einzunehmen. Roll hier nochmal die Schultern über vorne und nach hinten. Gerne mal über den geöffneten Mund lösen. Mach das noch 2 Mal. Und noch einmal. Sehr schön. Lass dein Kinn leicht sinken Richtung Herz. Atme entspannt ein und aus. Und spür einmal dem heutigen Tag nach. All den Erfahrungen, die du gemacht hast. Vielleicht hast du neue Impulse bekommen, inspirierende Worte, neues Wissen angeeignet. Und falls du vielleicht seit heute Morgen schon mit dabei bist, erinnere dich auch nochmal an deine Absicht für heute. Was war dein Sankalpa, deine ganz persönliche Intention? Und ist dieser Samen vielleicht hier am Ende des Tages schon ein bisschen aufgegangen?
Wir öffnen das Mantra singen. Und drei gemeinsame Om. Steht für unser Bewusstsein, für unser pures, reines Selbst. Und was immer dem im Wege steht, in deinem Leben, dein pures, reines Selbst zu leben. Ich lade dich ein, hier ein bisschen was wegzuwaschen, reinzuwaschen. Und falls du noch nie Mantra gesungen hast, erlaub dir, von deinem Herzen in den Ausdruck zu gehen. Es geht nicht um richtig und falsch, sondern um den Ausdruck von deinem Herzen. Also trau dich mitzusingen. Shiva, Shiva, Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva, 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 Shambho, Shiva, 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 Shambho, Shiva, 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 Shambho. Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Mahadeva Shambho, Shiva, 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 Shambho, Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Shiva, 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 Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho. Mahadeva Shambho.
Verweile für ein paar Momente in Stille und lass das Mantra durch deine Zellen waschen. Dann bring nochmal die Handflächen vor dem Herzen zusammen als Geste der Dankbarkeit. Atme nochmal tief ein und aus in deinen Herzraum. Verbinde dich nochmal mit diesem Gefühl von Dankbarkeit. Und vielleicht magst du dir ein bis drei Dinge ins Bewusstsein rufen, für die du dankbar bist. Menschen, Gegebenheiten, Ereignisse. Musik.
schließen mit drei gemeinsamen Om. Beim letzten Om schließen wir mit Shanti, Shanti, Shanti ab. Frieden, Frieden, Frieden. Möge Frieden in unserem Herzen sein und Frieden in der Welt. Shanti, Shanti. Das Licht in mir sieht und verneigt sich vor dem Licht in dir. In anderen Worten, Namaste. Namaste, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank für euer Sein. Vielen Dank an meine wundervollen Lehrerinnen hier, die hier so zuverlässig wirklich jeden Tag am Start sind. Es ist wirklich unglaublich, wie viele Tausende, können wir schon sagen, ja, Tausende von Klassen wir in den letzten Jahren hier gerockt haben. Und dabei so wenig technischen Ausfall, muss man wirklich sagen. Also das kann man irgendwie an zwei Händen abzählen, wie oft hier irgendwann mal was Technisches war oder irgendjemand verschlafen hat. Also wirklich, ich bin sehr, 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 sehr dankbar für eure wahnsinnige Zuverlässigkeit und eure Hingabe und eure Leidenschaft und Inspiration, hier immer wieder alleine vor die Kamera auf die Matte zu steigen. Ich weiß, was das bedeutet, weil es ist nämlich gar nicht so leicht, hier immer alleine sich zu motivieren, ja, also hier immer alleine zu stehen. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar erstmal an mein wundervolles Lehrerinnen-Team. Danke an Sarah, die hier die Stange hält im Hintergrund, alles Organisatorische und Kommunikative übernimmt. Und natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an dich, an euch, die hier seit 3 Jahren jetzt schon, wow, mit uns praktizieren und Rose of Fire am Leben halten. Ja? Weil wenn ihr nicht hier sein würdet, wären wir auch nicht hier. Genau, deswegen ist es großartig, dass ihr Lust habt, mit uns zu praktizieren. Wer noch kein Member ist, schaut gerne mal rein auf unsere Angebote, in unsere Angebote. Das ist bei Eversports manchmal nicht so leicht zu finden, alles unter Preise. Sarah kann das vielleicht nochmal in den Chat posten. Wir haben regelmäßig Workshops, die wir anbieten, Specials, Kurse, Retreats. Schau, klick dich da mal durch. Ja? Da sind unterschiedliche sozusagen Reiter und da kannst du dann immer schauen, was wir so an Angebot haben. Wir haben einen Live-Stundenplan und natürlich auch eine große Videothek mit ca. 800 Videos. Gut, ihr Lieben, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und mit uns diesen Tag zelebriert habt. Ich hoffe, ihr konntet viel Inspiration mitnehmen und du fühlst dich so richtig schön durchjungiert am Ende dieses Tages. Ich schaue mal in den Chat. Vielen Dank für eure lieben Worte. Ich sehe hier schon ganz viele Herzchen. Vielen Dank. Wunderbar. Danke, Caro, Christine, Sabine. Danke, Annika, Madeleine, Claudia. Gut, ihr Lieben, dann sagen wir mal Tschüss. Ich sage Tschüss auch im Namen von meinen Lehrerinnen. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute auch beim Q&A mit dabei wart. Und ja, ich freue mich, wenn wir uns hier wiedersehen auf der Matte. Heute ist Sonntag, morgen geht es schon wieder los, am Montag mit den nächsten Live-Klassen. Also mit Britta, nämlich am Montag. Und vielleicht sehen wir euch ja auf der Matte.
Also ihr Lieben, macht's gut, habt noch einen schönen Abend und bis ganz bald. Ciao, ciao.